Was für eine Traumhochzeit. 3 Tage lang haben Christian Lindner und seine Jetzt-Frau Franka Lehfeld auf Sylt eine riesengroße Promisause gefeiert. Standesamt, Polterabend, kirchliche Trauung, große Fete in der Sansibar, viele berühmte Gäste, teure Luxuskarossen, schöne Kleider. Einer ist sogar im eigenen Flieger angereist. Zu jeder anderen Zeit hätte die interessierte Meute wahrscheinlich bewundernd bis neidisch geklatscht und auf diese Hochzeit geschaut, voller Wohlwollen. Aber jetzt, angesichts von Krieg, Inflation und drohenden Energieengpässen, ja, da kocht die Volksseele hoch. Wie kann man nur? Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Harald Welzer. Herr Soziologe, unser Montagskommentator. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Ist das in diesen Zeiten wirklich unangemessen, so pompös zu feiern? Ich würde sagen, ob das angemessen ist, müssen der Finanzminister und seine Gattin entscheiden. Auch ob es nicht ein bisschen zu RTL-mäßig ist, eine Traumhochzeit von diesem Kaliber zu zelebrieren. Aber ich finde, dass es einzig und allein deren Angelegenheit ist, wie und wie lange sie ihre Hochzeit feiern, wen sie dazu einladen, wer mit dem Flugzeug kommt und wer welchen Anzug trägt. Mir ist das völlig egal. Bei all der Aufregung über diese pompöse Privatangelegenheit wundert mich, dass man die noch viel pompösere, aber dann komplett vom Steuerzahler bezahlte Supershow der G7 in Elmau so gut wie überhaupt nicht kommentiert hat. Da ging es eben nicht um Privates, sondern um Politik und damit um die Instinktlosigkeit, dass sich 8 Männer und eine Frau für weit mehr als 100 Millionen Euro vor einer Bergkulisse fotografieren lassen, um der Welt zu zeigen, wie super sie sind. Eine Welt, die jetzt gerade in viele Krisen und Katastrophen stolpert in diesem Herbst. Einer von diesen Männern ist heute schon nicht mehr im Amt, unter anderem exakt wegen solcher tatsächlich aus der Zeit gefallener Ignoranz und Arroganz. Aber dennoch, so ein rauschendes Fest wie das von Herrn Lindner, das schürt doch zumindest Neid und wenn nicht gar auch noch Politikverdrossenheit. Ja, ich sehe das aber ganz einfach. Ist doch schön, wenn der Finanzminister uns vorführt, wie er so drauf ist. Das hat doch viel mehr Erkenntniswert, als würde er seine Hochzeit der schweren Zeiten wegen wie eine Beerdigung im Lockdown inszenieren. So ist er halt. Und daraus kann man als Wählerin und Wähler einen eigenen Schluss ziehen. Kann auch den Schluss ziehen, dann verdrossen zu sein. Okay, was ich viel schlimmer finde, ist die Verwechslung von Privatangelegenheiten mit Politik. Menschen haben in einem demokratischen Rechtsstaat eine Privatsphäre. Und was sie dort tun und lassen, geht absolut niemandem etwas an. Wenn dieselben Menschen in Entlastungspaketen dafür sorgen, dass Benzin subventioniert wird und dafür sind die Bezüge ausgerechnet von Langzeitarbeitslosen zu kürzen, dann geht das die Gesellschaft an. Wie der heiratet, hat keinerlei Bezug zu unserem Gemeinwesen. Wie er Klientelpolitik macht, sehr wohl. Merke, politisch ist, wer sich über Politik aufregt, nicht über Personen. Das war der Kommentar von Harald Welzer. Vielen Dank. Sehr gern. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.